Jörg Kachelmann geben ihr Mann Datab. Sein Hauptanwalt Reinhard Birkenstock und auch der Klaus Schrotz gehören ab sofort nicht mehr zum Verteidigungsteam vom wegen Vergewaltigung angeklagten Wettermann. Dass die beiden während dem laufenden Prozess aussteigen, ist laut Experten kein gutes Zeichen. Dana Gablinger. Er ist ab sofort nicht mehr Hauptverteidiger. Der Reinhard Birkenstock leitet sein Mandat nieder. Und auch ein weiterer von der Rechtsanwalt von Jörg Kachelmann ist nicht mehr mit dabei. Der Thomas Knielwolf, Journalist im Tagesanzeiger, hat den Prozess intensiv verfolgt. Er findet das eine eigenartige Entwicklung. Ja, der letzte Prozesstag, der ja vor einer zweiwöchigen Pause war, hat nichts darauf hingedeutet, dass es zu einem Bruch zwischen Kachelmann und seinem bisherigen Verteidiger und dem sein Stellvertreter kommt. Die beiden, der Herr Birkenstock und der Herr Kachelmann, haben eigentlich noch relativ innig, wenn man so sagen kann, getuschelt. Das Duo Kachelmann-Birkenstock sind ein Herz und eine Seele gewesen. Neuer Hauptverteidiger von Jörg Kachelmann ist der Johann Schwenn. Er soll einiges an Erfahrung im Sexualstrafrecht haben. Mag sein, dass der Kachelmann drum auf ihn setzt. Gegen aussen sagt der Abgang von zwei Anwälten mitten in einem laufenden Prozess ein schlechtes Zeichen, meint auch der Daniel Josic. Man muss ja auch sehen, dass der Verteidiger die Strategie macht für das ganze Verfahren. Und wenn man den auswechselt, dann ist das wie wenn man einen Fußballtrainer wegen dem laufenden Spiel auswechseln. Morgen geht der Prozess in eine weitere Runde. Die Karten werden neu gemischt. Noch zum Sport.